Buongiorno und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Wir sind hier in diesem Assassinengrab, beziehungsweise das hier ist noch eine Kirche. Aber wir müssen einen Assassinen-Sarkophag finden. Und haben hier natürlich, wie wir an unserer Lebensenergie sehen, schon unsere Probleme gehabt. Und ich muss gleich niesen. Moment. Könnte gleich wieder passieren. ja. Irgendwas in die Nase bekommen. So, dann gehen wir mal hier hoch. Und da dann hier rüber. So. So weit, so richtig. Dann hier rüber. Hier rüber. Dann darüber, 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 darüber. So schnell wollte ich es eigentlich gar nicht machen, aber das sah richtig aus. Und von hier aus, wohl oder übel, darüber. Und dann hier rüber. Und hier könnten wir uns in den Tod springen, weil das sehen wir Tauben. An Tauben sieht man immer, dass man sich in den Tod springen kann. Also in den Todessprung. Also wir springen ja nicht in den Tod. Wenn ich jetzt aber hier rüber springe, springe ich dann runter in den Tod. Also in den Todessprung oder auf den Kronleuchter. Ich versuch's mal. Ne, auf den Kronleuchter. Das ist gut. Warum haben die eigentlich so viele Kronleuchter hier? So ein bisschen heftig. Na gut, das ist eine Kirche. Kirche haben immer viel Geld. Vor allem die katholischen Kirchen. Die sind ja immer sehr prunkvoll geschmückt. Aha. So Klettergärten sind ja an sich schon eine coole Sache, aber wenn das vom Springen her recht blöd programmiert ist, also dass man recht gefährlich sich von einem Eck zum anderen hängeln muss, dann ist es schon blöd. So. Na, das ist gut. Ach, wer baut denn so eine Kirche? Ja, unbegreiflich. Alter. Da muss ich hoch? Hm. Okay. Kein Problem. Hoffe ich. So, dann gehen wir mal hier lang. Also wir müssen da irgendwo hoch. Aha, okay. Gehen wir mal da lang. Weil von da aus ist es besser, hier drauf zu springen. Als wenn man schräg springen muss. Aha. Auf dem Kreuz muss ich ja wahrscheinlich nicht drauf. Und dann darüber. Um von da drauf zu kommen. Und dann von da. Hier drauf zu kommen. Um von dann da hier. So hoch zu kommen. Ach du Scheiße. Gut, dass ich die Folge das letzte Mal beendet habe. Sonst wäre das eine über lange Folge geworden. Nein! Ah. Das ist ärgerlich. Wo war jetzt die Leiter? Nein. Da, glaube ich. Hier. Da hinten erst. Sicher? Ja. Sieht so aus. Ach, ist das ärgerlich. Ach, ist das ärgerlich, ärgerlich. Ja, du sollst schon drauf. Ah. Range Mode on. Ach ja. Wer hat das nicht vermisst, meine Range Mode, weil das Spiel mich trollt. Nee, an sich ist ja schon cool, wie man das so spielt. Und es ist auch echt, ups. Es ist ja auch echt schwer, sowas zu programmieren, dass das realistisch aussieht, aber trotzdem noch machbar ist.
Das ist schon Hut ab an die Entwickler, muss man schon sagen. Auch wenn ich des Öfteren mal schreie vor Wut oder so schreien möchte vor Wut, ist es dennoch ein genial gemachtes Spiel. Und ich glaube, so irgendwann bei Assassin's Creed 5 oder 6, dann funktioniert auch mal die Steuerung richtig, richtig gut. So. Übrigens wurde jetzt auch geleakt, was Assassin's Creed 4 wird. Und es wird ein Piratenspiel. Da könnt ihr jetzt mal sagen, was ihr davon haltet. Ich finde es nämlich nicht gut. Ich mag Piratenspiele nicht. Ich Piratenfilme, ja, sehr gern. Aber Piratenspiele, nein, danke. Wobei mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleibt, als es zu spielen, weil ich die Story wissen will und auch selber zocken will. Okay, langsam aber sicher komme ich meinem Ziel näher. Aber es ist ein harter, harter Weg noch bis dahin. Aha. In die Kuppel müssen wir rein, da. Diesen hängenden, ja, männliches Geschlechtsorgan. Wie komme ich da hin? Wenn ich jetzt hier rüber schwinge, dann komme ich auf diesen Vorsprung. Sehe ich das richtig? Und von da aus? Ist das richtig? Aha. Weiß es nicht. Versuchen wir es mal. Okay, es stand zumindest, dass ich einen Checkpoint erreicht hätte. Oh, das war knapp. Ich könnte mal wieder so eine Leiter gebrauchen. Aha. Da kommt man auch nicht hoch. Das ist schon cool. Also, es tut mir zwar leid, dass es die ganze Folge hier frisst, aber ich will einfach mal eine Nebenmission machen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass die so lang geht, ehrlich gesagt. Also da tut es mir echt leid, dass ich das unterschätzt habe. Ich bin trotzdem mal so eine Leiter gebrauchen. Denn langsam, aber sicher sind wir ziemlich hoch und schon ziemlich weit. So, wenn ich jetzt darüber kann, ich glaube ich noch nicht. Dann muss ich von da aus rüber. Könnte ich mir vorstellen. Oh, da. Oder doch nicht? Bin ich jetzt falsch? Nee. Mach mich nicht schwach, Alter. Alter, hier sage ich schon Ezio. Mach mich nicht schwach. Ne, da kommt man auch nicht hoch. Da kommt man hoch. Denn bei dem ist komischerweise Stoff davor. Ach, willst du mich... Also, das Spiel will mich... Will mir... Nein! Nein! Nein, ich hab's falsch gemacht. Oder... ja. Interessant. Aha. Hä? Ich komme durch diesen komischen Vorhang nicht durch. Oder wie? Oder wo? Oder was? Es wäre ja schon irgendwie heftig, dass ich durch so einen komischen Vorhang nicht durch kann. Aber ich kann da echt nicht durch.
Mach gleich Selbstmord. Also im Spiel, weil ich habe doch da oben einen Checkpoint gehabt. Müsste doch bedeuten, dass ich an diesem Checkpoint auch hoch kann. Dass ich an diesem Checkpoint wieder zurückkomme, wenn ich sterbe. Du meine... meine Vermutung. Und deswegen werde ich jetzt in einer gewissen Höhe hochklettern und dann einfach mal versuchen runterzuspringen und zu sterben. Ja, ist das aber... Das Rätsel ist echt motherfucking schwer. Die Katze gehört. The evil cat. The evil chicken, the evil cat. Na, langsam, langsam, langsam. Ach, wisst ihr was? Vergisst es. Ich versuch's doch wieder so. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich eben. So. Aha, ja, so, ja. Wisst ihr, ich habe so eine schlechte Orientierung, trotzdem komme ich überall hin. Bei dem Spiel zumindest. Oder kann es mir zumindest merken. Mein armes Herz. Oh, weiß nicht, soll ich mich heilen? Oder soll ich es riskieren? Ne, wenn ich oben bin, heile ich mich mal. So. Jetzt aber überlegen. Das war ja schon mal ganz richtig. Da kann man auch nicht viel anders machen. Und jetzt versuche ich mal darüber zu springen. Und das einfach zu ignorieren. Hat funktioniert! Hat funktioniert! Aber mein Herz ist kurz stehen geblieben. Checkpoint erreicht. Ich glaube, jetzt sind wir auch auf einer tödlichen Höhe, wenn wir runterfallen. Daher ist dieser Checkpoint wohl nicht umsonst da. Alter. Ich gehe den sicheren Weg. Oh Gott. Habe ich schon erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Und von oben sieht das bestimmt noch tiefer aus wegen diesen komischen Kacheln da, die so 3D-Effekt mir... Da ist eine Kiste. Die werde ich mir nicht holen, Leute. Könnt ihr mich noch so sehr drum bitten? Ach du Scheiße. Heftig. Oh Gott. Leute, was macht ihr mit mir? Heftig. Das ist mein Thumbnail. Ich versuche gerade bloß eine gute Position zu finden. Das ist ein geiles Thumbnail. Alter Shit. Aber da springe ich in den Tod, wenn ich jetzt darüber springe, oder? Deswegen versuche ich gerade irgendwie
eine andere Position zu finden. Ich muss die Gewichte da benutzen. Oder ist das mein Aufzug für später? Kann natürlich auch sein. Versuchen wir es einfach mal. Geilomatico. Heftig geil, ne? Alter. Schaut euch das an. Eine weibliche Assassinin. Natürlich tun wir alles plündern. Heftig gut. Also ganz ehrlich, es war jetzt zwar 1,5 Folgen nur dieses Geklettere, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Es ist so geil hier. Krass geil. Heftig geil, ne? Ich bin etwas sprachlos. Alter, wo sind wir hier? Ich hab doch da hier Kisten gesehen, die werde ich noch einsammeln, diese Folge. Ist ja wohl logisch. Wir haben wieder was in die Truhe bekommen. War das alles? Scheint so, dann können wir mal hier hochklettern. Denn da oben war ja auch irgendwas, das hat ja auch so geglitzert. Ach, nur eine doofe Feder. Ach, du geil. Das ist schön. Wenn ich jetzt aber wüsste, wo man runterspringen kann, gefahrlos. Falls ich sterbe, will ich euch das nicht zeigen, daher verabschiede ich euch jetzt schon aus der Folge und werde dann offscreen springen. Oder wollt ihr es sehen? Komm, das wollt ihr doch auch sehen. Deswegen. Jaha! Tot. Ja, das muss auch sein. Komm. So, jetzt aber, bis zum nächsten Mal. Tschüss.